So, also du hast hier erstmal die Möglichkeit, verschiedene Presets auswählen, welche gespeichert hast. Aber zunächst müssen wir erstmal eins anlegen, also Create New. So, und dann könnte man jetzt halt hier zum Beispiel 180, na, Grad, 180 Grad und keine Ahnung. Vielleicht hier 70 Millimeter. So, das ist sozusagen der Name des Presets. So wird er vorne angezeigt. So, und dann kannst du hier noch halt Informationen hinzufügen, zum Beispiel mit welcher Kamera. Zum Beispiel D750. Und dann die Linse, welche du benutzt hast. Also hier vielleicht das 70 mm, irgendeine Festbrennweite oder so. So, falls du ein Zoom-Objektiv hast, kann man halt hier noch dann eintragen, bei welcher Brennweite das man gemacht hat. Aber da wir jetzt ja von der Festbrennweite ausgehen, bleibt das hier bei den 70 mm. So, das ist jetzt nur für dich, um das nachzuvollziehen, was du da gespeichert hast. So, save. So. Die Motoren sind jetzt aktiv und jetzt fährt man irgendwo hin, wo man eine Struktur hat, wo man halt die Überlappung schön einstellen kann. Also so eine weiße Wand wie im Hintergrund macht wenig Sinn. Du musst es ja nur demonstrieren. Also du kannst sozusagen hier beide Achsen verfahren, bis du irgendwo bist, wo du sagst, hier kann man gut die Struktur einstellen. So. Da zum Beispiel. So, das ist dann sozusagen Start. So. Und jetzt setzt du die Überlappung. Also du wirst jetzt an der Kamera vielleicht hier Bild machen und dann würdest du hier gucken, bei welcher Überlappung oder bei welchem Winkel jetzt hier die Überlappung für dich passt. So, ich wähle mal jetzt hier einfach 8 Grad aus. So, der fährt jetzt wieder an diese Position, die wir gespeichert haben. Und jetzt kann man das gleiche für die Tiltachse machen. So, nehmen wir mal das hier. So, jetzt fährt er wieder in die Startposition zurück. So, diese Einstellung kann irgendwo sein. Das muss später nicht im Bild sein. Das ja, ist egal wo. Das hat nichts mit dem Bild zu tun. So, und das eigentliche Bild wird jetzt eingestellt. Das heißt, wir wählen die obere linke Ecke aus. Das hier zum Beispiel. So, und dann geht es weiter. Und jetzt die untere rechte Ecke. So, die wäre vielleicht irgendwo da so. Jetzt wird er wieder zurück. Und jetzt mache ich weiter. Gut, hier ist halt der Bewegungsablauf. Das erste ist standardmäßig eingestellt. Hier die Belichtungszeit, das heißt, wie lange er wartet, bevor er die nächste Bewegung durchführt. HDR-Belichtung kommt später, Zeitverzögerung kommt später, Spiegelvorauslösung kommt noch später hinzu. So, 9x9, das heißt, er hat 81 Bilder. So, die fährt jetzt der Reihe nach ab. Und als wir gerade eben das gestartet haben, hat er das komplett mit abgespeichert, das Preset. So, ich breche mal jetzt ab.